Guten Morgen, liebe Freunde. Heute ist Montag, der 16. Juli. Meine 11. Pilgerwoche beginnt. Wir haben jetzt 8.15 Uhr. Und nachdem wir ein paar Tage in Bolsena entspannt haben, geht es heute wieder auf Tour. Wir laufen heute bis Monte Fiscone. Das ist ungefähr 15 Kilometer entfernt. Also zum Eingewöhnen keine allzu große Tour. Die Hügel haben mich wieder. Ich fahre jetzt auf der SR2 weiter in Richtung Rom. Ich fahre entlang des Bolsena-Sees und genieße die noch morgendliche Kühle und den leichten Wind, der vom See hier rüber kommt. Wir fahren entlang des Sees, gewinnen aber zunehmend an Höhe und es wird auch zunehmend wärmer. Und Iris muss hier den Berg noch mal hochschieben und wohl auch noch den ein oder anderen Berg heute. Nach 8 Kilometern entlang des Bolsena-Sees haben wir jetzt das andere Ufer erreicht oder das Bolsena gegenüberliegende Ufer erreicht und verlassen jetzt den See und bewegen uns in Richtung Monte Fiascone. Und da begegnen sie mir wieder. Margret und Marcel aus den Niederlanden, die ich das erste Mal am Genfersee getroffen habe. Wir haben die Straße verlassen und laufen jetzt auf dem als Radweg ausgeschilderten Weg der Via Francigena. Und da es hochgeht, muss Iris leider schieben. Und wieder einmal muss ich Iris den Berg hochqueren. Wir haben jetzt die 100 Kilometer Marke bis nach Rom überschritten oder unterschritten und bewegen uns jetzt mit riesigen Schritten in Richtung Rom. Und da oben auf dem Berg, da liegt Monte Fiascone, wo wir heute unser Quartier finden werden. Wir sind in Monte Fiascone. Das Wetter hat sich leider etwas zugezogen. Und wir blicken jetzt von der anderen Seite auf den Bolsena-See. Nach 16 Kilometern erreichen wir den Kapuzinerkonvent in Monte Fiascone und hoffen, dass wir hier für heute Nacht unser Quartier bekommen. Und hier haben wir unser Quartier für diese Nacht gefunden. Und hier ist ein anderer Teil des Klostergartens mit Blick auf den Bolsena-See. Ein sehr schönes Anwesen. Es lebt hier noch ein Kapuzinermönch und ansonsten ist es eine Pilgerherberge. Und das ist die Kapuzinerkirche, die zu dem Kloster gehört. Vor uns liegt der Bolsena-See. Ich schwenke jetzt rüber nach Monte Fiascone.